Domian. Im WDR-Fernsehen und in 1Live. Mailt uns über 1Live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. Heute 1 Uhr Nacht und wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute 0800 220 50 50. So erreicht ihr uns hier, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über welches Thema. Oder mailt domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Romina und sie ist 18 Jahre alt. Guten Morgen, Romina. Hallo. Hallo. Weswegen hast du angerufen? Ja, also ich weiß halt nicht, ich bräuchte halt dringend einen guten Rat und ich habe schon versucht, bei jeglichen Behörden oder so nachzufragen, aber die fühlen sich nicht mehr zuständig, weil ich schon 18 bin. Und ich dachte, vielleicht hättest du ja noch eine Idee, was ich machen könnte. Leg los, um was geht's? Also ich habe seit 6 Jahren verschiedene Krankheitsbilder, also Magersucht, aber eigentlich eher Bulimie. Mhm. Dann anorkastische Persönlichkeitsstörung. Eine was? Eine was? Zwanghafte Persönlichkeitsstörung. Eine zwanghafte, dass man okay. So Zwänge hat und halt emotional instabil ist und so. Welche Zwänge hast du? Ja, also bezüglich Aufräumen zum Beispiel. Es muss alles genauso akkurat sein, wie ich es verlassen habe. Und also es kam schon mal vor, dass ich mich selber zum Beispiel nicht in mein Bett gelegt habe, weil ich das so ordentlich gemacht habe und mir gedacht habe, es geht einfach nicht, dann bin ich nicht mehr so ordentlich. Das Bett war so schön hergerichtet, hast du gedacht, wenn ich mich jetzt da reinlege, ist alles wieder durcheinander und dann fühlt man sich nicht wohl. Ja, und also eigentlich ist es, glaube ich, alles so ein bisschen von der Essstörung so gekommen. Also mein Hauptproblem ist, denke ich, die Essstörung. Mhm. Also zwanghafte Geschichten, wie du es gerade beschrieben hast, Hauptproblem die Essstörung. Gibt es sonst auch noch etwas? Nein, also es gab schon immer mal Momente, da hatte ich sehr krass mit Selbstverletzung und so, aber ich denke, das ist einfach so, das gehört irgendwie alles ein bisschen zusammen. Das kann durchaus sein. Das Ganze plagt dich, du sagst, ungefähr 6 Jahre. Ja, also ich war schon etliche Male in Krankenhäusern und in Kliniken, also auch oft auf Zwang, gegen meinen Willen, weil der Kaliumwert dann so niedrig war oder mein Gewicht lebensbedrohlich. Mhm. Aber mittlerweile, also habe ich das so hinbekommen, dass mein Gewicht in Ordnung ist. Also es ist Wir da mal gerade ein, wie ist das Gewicht gerade zur Zeit? Ja, 40 Kilo. Naja, ist auch nicht so dolle. Bei einer Größe von? 1,63. Ja. Wie oft am Tag erbrichst du? Ja, also ich zähle das eigentlich nicht. Ich denke schon so 4 bis 5 Mal bestimmt. Wie viel nimmst du dann zu dir jeweils? Ja, also schon sehr, sehr viel. Also ich habe das nicht, ich merke mir das nicht, aber schon so sehr, sehr, sehr viel. Also es ist bei mir schon richtig extrem geworden. Du kostet das ja auch eine ganze Menge Geld. Diese Lebensmittel müssen ja erstmal rangeschafft werden. Ja, das stimmt. Ich habe mich auch schon verschuldet deswegen gehabt und ja. Lebst du alleine? Nee, also ich lebe wieder bei meinen Eltern, nachdem ich aus der Wohngruppe ausgezogen bin, aus der letzten. Und von was lebst du? Ja, also ich habe keine Ausbildung, ich habe kein Einkommen in dem Sinne. Du lebst also von den Eltern? Ja. Die wissen alles, was du machst? Oder verheimlichst du denen auch einiges? Nee, also bei mir ist das so offensichtlich. Ich glaube, das kriegt sofort jeder mit. Bemerken das deine Eltern, wenn du dich erbrichst und vorher voll frisst? Ja, meine Eltern wissen das alles. Also was sie schon hier mitgemacht haben mit Großfahndungen per Polizei und alles Mögliche, weil der Kaliumwert dann so niedrig war. Mittlerweile achte ich darauf. Also ich nehme ja auch Medikamente, Kalium und alles Mögliche. Und mein Gesundheitszustand ist nicht lebensbedrohlich. Also es ist okay so, aber schön ist es nicht, so zu leben mit der Essstörung. Ja, allerdings nicht. Vor allen Dingen finde ich das wirklich dramatisch, wenn du 5, 6 Mal am Tag dich extrem voll, ja, man muss es ja so sagen, voll frisst und dich dann erbrichst. Ich möchte nochmal auf die Eltern zurückkommen. Die nehmen das so hin, wenn du das machst? Die kaufen auch noch die Lebensmittel ein?
Ja, also früher, da haben wir noch versucht, was dagegen zu unternehmen. Aber mittlerweile ist das irgendwie, wir wissen einfach, dass es nichts bringt. Also ich war ja schon so oft in der Klinik, in den 6 Jahren dauerhaft in der Klinik oder im Krankenhaus oder in der Wohngruppe und es hat einfach nichts gebracht. Nochmal zum Prozedere. Wer kauft ein? Meine Eltern. Weil ich habe ja kein Geld, ich habe gar nichts. Mhm. Das heißt, der Kühlschrank ist voll, die Schränke sind voll und du gehst hin und konsumierst und konsumierst und konsumierst und erbrichst es wieder. Ja. Und die karren immer wieder nach. Nein, natürlich nicht. Ich kriege auch Ärger, aber... Naja, aber in gewisser Weise, man könnte ja zum Beispiel die Lebensmittel alle wegschließen und nur das Nötigste immer rausholen für das gemeinsame Essen. Ist teilweise auch so, aber andererseits, ich sag mal so, wenn man süchtig ist, dann würde ich halt gar nichts essen. Das wäre dann auch nicht die Lösung, also... Aber das erscheint mir auch nicht die Lösung. Das erscheint mir so, als hätte man sich schon abgefunden mit der Erkrankung. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall schon so. Also ist ja bei mir schon, für mich ist es Normalität mittlerweile leider. Also ich denke da gar nicht mehr drüber nach. Aber du meldest dich ja bei mir. Das heißt... ja, ich weiß. Also jetzt nach diesen Jahren, ich muss ja langsam meine eigene Wohnung finden und so. Ich bin ja schon 18. Mhm. Und ich kriege es aber einfach alleine nicht hin, also mit Rechnungen bezahlen oder so und generell sich auf Dinge zu konzentrieren, die nichts mit Essen zu tun haben, ist total schwierig. Mhm. Also nochmal zu deinen schulischen Voraussetzungen oder hast du irgendeinen Abschluss machen können? Ja, also ich habe mit einer Nichtschülerprüfung habe ich einen Realschulabschluss gemacht. Mit einer was? Für eine Nichtschülerprüfung. Also weil ich im Krankenhaus war, konnte ich nicht. Ich war in den 6 Jahren nicht mehr in einer normalen Schule. Mhm. Immerhin, das hast du in der Tasche. Ja, also es ist halt Schule für Kranke steht drauf und so, aber naja. Du warst, du sagst, sehr oft in den Kliniken und bist auch speziell für und gegen die Essstörung behandelt worden? Ja, also ich war schon so oft in einer Klinik, also mittlerweile in Bonn, in Hohlweide, überall schon. Mhm. Aber das hat eigentlich nichts gebracht. Und immer dann, wenn ich gehen konnte, also wenn die mich gehen haben lassen, gegen ärztlichen Rat, dann bin ich auch gegangen. Gab es denn irgendwann mal einen Klinikaufenthalt, von dem du das Gefühl hattest, naja, so ein bisschen geht's mir schon besser? Nee, nicht wirklich. Wie kommt das? Erklär es mir. Ich weiß nicht, also ich glaube dauerhaft, ich weiß ja, was diese Erstörung ist und alles. Ich weiß alles darüber und dauerhaft brauche ich einfach eine Perspektive im Leben. Ja. Wieder Freunde, eine Ausbildung, einen Lebensinhalt und ich denke, daran liegt das irgendwie. Ja, aber das dass ist so. Dass sie sich so verselbstständigt hat. Ja, aber das ist so eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Wahrscheinlich kommt die Perspektive, kommen die Freunde, die Kontakte auch erst wieder, wenn du die Essstörung einigermaßen im Griff hast. So dreht sich dein ganzes Leben ja, wie du es gerade selbst gesagt hast, nur um die Essstörung. Ja, das stimmt. Das heißt, es ist ein Hamsterrad, in dem du da drin steckst. Ja, und ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen soll, weil noch eine Klinik würde ich nicht, ich finde, das hilft mir ja nicht dauerhaft. Und ich weiß ganz genau, ich würde sowieso nach 2 Wochen wieder abbrechen, spätestens dann, wenn ich zugenommen habe. Romina, weißt du, was für einen Eindruck ich habe? Dass du dich mit der Krankheit abgefunden hast oder dass du es dir sogar bequem machst in der Erkrankung. Hm. Den Eindruck habe ich, dass du es so hinnimmst, nach dem Motto, mir hilft es ja sowieso nicht, auch eine Klinik bringt mir nichts. Und wenn man so eine Haltung hat, bringt eine Klinik auch nichts. Ja, ich war schon so oft da und ich will da einfach irgendwie nicht hin, ich habe Angst davor. Warum hast du Angst davor? Ja, weil ich so einiges in Kliniken erlebt habe. Vor allem, wenn man gegen sein Will dahingeschleppt wird, ist das immer sehr belastend. Das stimmt. Ja, deswegen finde ich, die Lösung muss sein, dass du nicht gegen deinen Willen dahingehst, sondern dass du mit wehenden Fahnen dahingehst. Dass du sagst, ich will mein Leben verändern. Ich will eine Lebensperspektive haben. Die hast du aber nicht im Moment. Die gibst du dir auch gar nicht. Du sitzt da und sagst, ich bin essgestört, ich bin sehr schwer krank und das ändert sich auch nicht mehr. Hm. So ein Gefühl habe ich. Und wenn du das so weitermachst, wird dir nie irgendwann irgendwas helfen können. Also meinst du, ich sollte doch besser in eine Klinik gehen? Romina, ich sage es dir aus eigener Erfahrung, wenn man in einer solchen Situation ist und wenn man ganz tief unten ist und schon viele Rückschläge erlebt hat, so wie du, das nehme ich sehr ernst, was du sagst, und das sind schlimme Erlebnisse, kommt man nur daraus, wenn man für sich
alleine erstmal eine Grundsatzentscheidung getroffen hat. Nämlich die Grundsatzentscheidung heißt, ich will gesund werden. Ich will da raus. Mhm. Nur dann geht das. Wenn man aber schon von vornherein sagt, das wird sowieso nichts, mir kann keiner helfen, dann wird es nie was werden. Du musst diese Entscheidung treffen. Und dann musst du sagen, okay, ich bin jetzt 5-mal oder ich weiß nicht, wie viel Mal gegen die Wand gelaufen in dieser Klinik. Und jetzt versuche ich es ein 6., 7., 8. Mal. Und beim nächsten oder übernächsten Mal wird es funktionieren. Das ist die einzige Chance, die du hast. Alles andere ist Quatsch. Alles andere ist Krankheit, Gosse und du gehst vor die Hunde. Du bist 18 Jahre alt, du bist super jung. Du hast jetzt die Chance, wirklich das Ruder noch rumzureißen. Aber nur, wenn du in Gedanken sagst und für dich eine Entscheidung fällst, ich will es. Ich will. Ja. Diese beiden Begriffe, ich will. Das ist es. Dann wird es immer noch hart genug. Auch wenn du diese Entscheidung getroffen hast. Mhm. Was denkst du dazu, was ich sage? Ja, du hast ja schon recht. Ich will ja auch gesund werden. Aber ich weiß ganz genau, dass ich einfach Angst, in eine Klinik zu gehen und dann bin ich da und dann nehme ich zu und dann regt mich das auf und dann werde ich mich wahrscheinlich wieder entlassen lassen. Das Zunehmen ist ein Teil der Therapie, das zu akzeptieren. Punkt. Ja, ich weiß, aber ich kann das nicht aushalten. Doch, du kannst das aushalten. Das haben viele andere auch aushalten können und du wirst das auch aushalten können. Wenn du es nicht aushalten kannst, Romina, wirst du schwerst krank und dein Leben ist kaputt und gelaufen und du kannst dein Leben vergessen. Willst du dein Leben vergessen? Nein. So, du hast doch bestimmt auch noch Träume oder möchtest mal irgendwas erreichen in deinem Leben. Was sind deine Träume? Ja, also ich würde halt gerne eine eigene Wohnung haben und die so richtig schön einrichten, mit einer Freundin zusammenleben, einen tollen Beruf finden und generell irgendwie, weiß ich nicht, das Leben genießen. Also ich habe in den letzten Jahren keinen Geburtstag gefeiert, kein Weihnachten, gar nicht, weil das mich nicht mehr so interessiert hat. Mhm. Und ist auch ein bisschen schade, weil wenn man die anderen Menschen sieht auf der Straße, wie die hier leben. Klar, verstehe ich. Aber siehst du mal, da hast du doch tolle, tolle Ziele vor Augen, für die es sich lohnt, auch mal durch die Hölle zu gehen. Du musst jetzt durch die Hölle gehen. Aber du kannst nur durch die Hölle gehen, wenn du sagst, ich will durch die Hölle gehen. Ja. Ich kann dir gar nicht mehr sagen. Dass es so einfach ist, in der Umsetzung ist es schwer. Aber als Rat ist das der einzige Rat, den man dir geben kann. Du hast mir schon geholfen. Ich weiß es nicht, Romina. Ich möchte dennoch, dass du auch noch mal ein paar Worte mit dem anderen Jürgen heute im Team, das ist mein Psychologe im Hintergrund, auch noch mal sprichst. Okay? Ja, okay. So, dann legst du auf und der Jürgen ruft dich gleich an. Okay, danke. Tschüss. Viel, viel Glück und alles Gute. Ja, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, ich hatte es ja vorige Woche schon ein paar Mal gesagt. Möchte euch bitten, wenn ihr dazu Lust habt, nach der Sendung, aber erst bitte nach der Sendung, unsere hier bekannte Telefonnummer anzurufen und euch, das ist geplant für den Domian-Dokumentarfilm, der gerade im Entstehen ist, ruft doch auf dieser bekannten Telefonnummer an und sagt auf dem Anrufbeantworter, der sich dann einschaltet, wie ihr diese Sendung findet, was ihr so denkt dazu, vielleicht auch wie lange ihr sie schon hört oder seht, was ihr gut daran findet, was ihr schlecht daran findet und wie ihr darüber denkt, dass wir nächstes Jahr aufhören wollen. Wenn ihr dort anruft, ab 2 Uhr, bitte erst ab 2 Uhr, da ist der Anrufbeantworter geschaltet, dann sagt bitte am Anfang euren Vornamen, euer Alter und vielleicht auch den Ort oder die Gegend zumindest, von wo ihr anruft. Also ab 2 Uhr könnt ihr das gerne machen. Wir würden uns freuen, diese O-Töne, so nennen wir das ja, was ihr da auf den Anrufbeantworter sagt, möchte dann die Regisseurin des Films irgendwie, ich weiß nicht, wie sie es machen will, irgendwie in den Film mit einbauen und reinschneiden. 0800 220 5050. So, hier ist weiter. Hier geht's weiter. Und hier ist der Peter. Peter ist 45. Guten Morgen, Peter. Guten Morgen, Domian. Hallo, Peter. Danke. Ich bin danke. Du klingst aber sehr schlecht von der Leitung her. Okay, kannst du mich jetzt besser hören? Gehst du ans Fenster, bitte? Ans Fenster und richtig in reinsprechen.
Okay, warte mal ganz kurz, weil ich rufe aus dem Ausland an. Ja. Und ich mache weiter mein Headset rein, dann kannst du mich besser hören. Eine Sekunde. Ja. Okay. Headset ist in der Regel nicht gut, aber naja, wir versuchen es mal. Ist das besser? Ist das jetzt besser? Wir versuchen es mal, eigentlich ja. Okay, wunderbar. Von wo rufst du an? Du rufst aus dem Ausland an? Ich rufe aus London an. Aus London, okay. Ja, genau, genau. Ich lebe da schon seit über 18 Jahren. Ja. Ja, genau. Weswegen rufst du an, Peter? Also ich rufe an, weil ich ungefähr einen Monat mit meiner Partnerin, wir haben ein In-vitro-Verfahren gemacht, um Eltern zu werden. Ich verstehe es nicht. Entschuldige bitte. Vor einem Monat ist eine In-vitro-Fertilisation, also IVF-Verfahren, mit mir meiner Partnerin fehlgeschlagen. Also wir wollten Kinder haben. Du erklärst uns, was das ist. Also kurz gesagt, ich bin 45, meine Partnerin ist 54. Mhm. Und auf natürlichen Wege können wir keine Kinder mehr haben, aber bei uns ist der Kinderwunsch gestiegen und dann haben wir medizinische Hilfe in Anspruch genommen, auch wieder jetzt im Ausland. Und dort haben wir eine Fremdeibefruchtung gemacht. Also kurz gesagt, wir haben einen Eidonor gehabt und mit meinem Samen wurden dann die... Ihr habt ein Ei was gehabt? Ein Ei? Ein Eidonor. Was ist Eidonor? Du musst es gleich erklären, da muss ich nicht über nachfragen, weil das kann man alles nicht voraussetzen. Alles klar, natürlich. Also kurz gesagt, meine Freundin, ihre Eierstöcke haben nicht mehr genügend Eier hergeben können. Ja, weil sie schon 54 Jahre alt ist. Genau. Ja. Und dann sind wir in eine Klinik gegangen und das ist in anderen europäischen Ländern möglich, dass wir ein Spendeeier bekommen. Mhm. Von einer anderen Frau, die dann mit meinen Samen befruchtet werden. Mhm. Und da haben wir, es lief alles sehr erfolgreich, aber die Eier haben sich nicht eingenistet bei ihr. Mhm. Wir haben fünf Embryonen gehabt und nach drei Versuchen ist alles fehlgeschlagen. Ich frage nochmal, damit das richtig klar wird. Diese Befruchtung wird außerhalb des Körpers vorgenommen? Ja, genau. Ja. Und dann werden die Embryonen am gewissen Stadium eingepflanzt. Mhm. Das ist eine ganz einfache Behandlung. Ja. Aber es ist fehlgeschlagen, obwohl es alles sehr, sehr positiv war. Also auch meine Freundin, die zwar 54 hat, die hat einen Körper von einer 30-Jährigen. Auch die Mediziner haben mir das bestätigt. Aber kurz gesagt, es ist alles fehlgeschlagen. Und sagst du netterweise nochmal, das ist gerade ein bisschen untergegangen, wie viele Versuche fehlgeschlagen sind? Drei Versuche. Drei Versuche sind fehlgeschlagen. Genau. Genau. Entschuldige, ich frage es jetzt ganz einfach mal, ich will euch nicht zu nahe treten. Aber muss eine 54-jährige Frau noch mal schwanger werden? Natürlich muss sie das nicht. Warum macht ihr dann solche Anstrengungen? Ich war der Motor. Du warst der Motor? Ich war der Motor, weil ich habe einen ganz starken Wunsch, Vater meiner eigenen Kinder zu werden. Du hast noch keine Kinder? Ich habe noch keine Kinder, nein. Mhm. Und sie hat auch keine Kinder. Und das ist dann einfach auch so entstanden. Wir haben das besprochen und ich nehme stark an, dass ich sehr stark inspiriert habe. Sie hat dann auch auf einmal den ganz starken Wunsch gehabt, Kinder zu bekommen. Wie lange seid ihr beiden denn schon zusammen? 3 Jahre. Ach so. Ja. Ihr seid aber, kurze noch Zusatzbemerkung, du lebst länger schon, wie du es gerade sagtest, in London. Ihr seid nicht deshalb, weil es ins Ausland gegangen, weil das ja in Deutschland verboten ist. Nein, in London. Wir sind in ein anderes europäisches Land gegangen. Ach, in England geht das auch nicht? In England ist es auch kompliziert. Also da gibt's, es ist auch wahnsinnig teuer hier. Deswegen, wir sind nach Spanien gegangen. Mhm. Und was hat das gekostet? Also ich würde mal allem drum dran, mit Zusatzbehandlung um die 20.000 Euro. Boah, das ist ja Wahnsinn. Ja. Mensch, Peter, weißt du, auch das sage ich jetzt mal ganz spontan, 20.000 Euro. Was hättest du mit 20.000 Euro, wie viele arme Kinder irgendwo in der dritten Welt hättest du damit fördern können und denen ein schönes Leben bereiten können? Kann ich dir nur beistimmen. Trotz allem ist es irgendwie aus der Tiefe heraus, möchte ich gerne Vater meiner eigenen Kinder werden. Du bist ja 45, wieso hast du denn das nicht schon in deinen früheren Jahren angestrebt? Das soll ich knallhart sagen, weil ich ein Idiot bin. Das erklärt es mir noch nicht so richtig. Wie soll ich dazu sagen? Hattest du früher keine, war der Wunsch vielleicht nicht so stark früher? Ich
würde sagen, ich bin in vielerlei Hinsicht ein Spätzünder. Mhm. Ich bin, weiß Gott, nicht der dümmste Mann auf der Welt, weiß Gott nicht. Aber es ist so, dass bei mir viele Sachen ziemlich spät erst registriert habe für mich. Also wie ich jung war, was weiß ich, Anfang 20, was mich nur, ich meine, das ist nicht ungewöhnlich für viele Männer, was mich einfach nur wichtig, so mit vielen Frauen wie möglich zu schlafen. Und also auch Beziehungen. Also war ich gar nicht so interessiert daran. Mhm. Okay, und wenn ich in Beziehungen reingerutscht bin, dann ist es eher auf den Antrieb der Frau passiert, als auf meinen. Okay. Dieser Wunsch kam dann erst im reiferen Alter, wurde es immer stärker. Ja, genau. So, genau, jetzt habt ihr diese Versuche unternommen, 20.000 Euro sind weg. Wie soll es weitergehen? Ja, das ist genau diese Frage, die ich mir stelle, weil ich muss dazu sagen, es ist irgendwas in mir erwacht. Also mit diesem Wunsch, Kinder zu bekommen, und ich wusste, was finanziell auf mich zukommt, das hatte mir unglaublich kräftefrei gefesselt. Also ich habe auch wahnsinnig viel Geld in dieser Zeit verdient, hatte aber auch das Gefühl, wie das auf einmal jetzt nicht funktioniert ist, dass mir das Rückgrat bricht. Also für mich ist irgendwie so eine komplette Motivation verloren, wie es ist wie so der Funke bei mir verloren gegangen. Also was heißt das konkret? Also wie soll es mit dir und deiner Partnerin weitergehen? Also ich habe keine Antwort darauf. Also ich habe auch das Zweifel auch an meiner Beziehung, obwohl sie die beste Frau ist, die je mit mir zusammen war. Also es ist unglaublich, ja, liebevoll. Und dennoch zweifelst du an der Beziehung jetzt, weil das misslungen ist? Ja, also ich habe das Gefühl, dass ich mich irgendwie so eine Schale zurückziehe. Ich habe auch das früher gehabt. Wie gesagt, ich habe immer das Gefühl, dass ich nie mit den Frauen zusammen war, die ich primär sexuell begehrt habe. Und wie soll ich sozusagen, genau das. Lass uns nicht so um den heißen Brei rumreden. Ich habe so ein gewisses Gefühl. Du kannst jetzt sagen, du spinnst, oder du kannst sagen, das ist richtig. Ist die Frau jetzt für dich unattraktiver geworden und die Beziehung, nachdem das misslungen ist, dass sie schwanger wird? Ja, und das hat sich schon langsam so eingeschlichen bei mir. Vorher auch schon. Das heißt, wenn sie schwanger geworden wäre, wärst du auch nicht mehr so ganz auf ihrer Seite gewesen. Also ich bin 100% auf ihrer Seite. Es ist so, dass diese erotisch-sexuelle Komponente so verloren geht für mich. Das war aber auch schon in früheren Beziehungen so. Hat das mit den missglückten Versuchen etwas zu tun? Ich habe das Gefühl, dass ich diesen missglückten Versuch als Entschuldigung benutze. Bitte? Ich habe das Gefühl, dass ich diesen missglückten Versuch als Entschuldigung benutze, aus der Beziehung rauszukommen. Aber das ist gar nicht der Grund. Ich glaube, der Grund liegt tiefer und ich weiß nicht, was es ist. Also ich fühle mich auch wahnsinnig schuld. Ich fühle mich wie ein Dreckskerl. Also, Mann, du redest aber, du bist aber wirklich für deine 45 Jahre bist du sehr unklar, was deine eigene Position anbelangt. Ja. Ja. Liebst du die Frau? Ja. Das macht mich auch so wahnsinnig. Ich liebe sie, aber ich habe kein sexuelles Begehren zu ihr. Hast du eigentlich moralische Bedenken, dass da 5 Embryos gestorben sind? Wegen deiner Versuche? Ja gut, das jetzt sozusagen. Also ich habe das vorher ganz klar abgeklärt. Ich habe den behandelten Arzt sehr stark ins Kreuzfahrer genommen. Also ja, da hat der Arzt ja nichts mit zu tun. Ihr habt ja die Entscheidung getroffen und durch deine Entscheidung sind jetzt 5 Embryonen gestorben. Ja gut, die sind ja nicht gestorben. Also, die sind dadurch gestorben, weil ihr das in die Wege geleitet habt. Ja, natürlich. Wir hätten auch auf natürlichen Wege sterben können. Also ja, aber dieser Weg war ja überhaupt nicht natürlich. Es war ein ganz merkwürdiger Weg. Also ethische Bedenken hast du nicht? Ich hätte ethische Bedenken, wenn ich eine Entscheidung getroffen hätte, dass diese Embryonen überleben können und diese nicht. Und das habe ich ausgeschlossen. Das habe ich ganz klar ausgeschlossen. Du bist sehr schwer zu verstehen. Ja, tut mir leid. Also ich habe... Also diese ethischen Bedenken habe ich ganz klar mit dem Arzt besprochen. Und ich habe das, für mich ist es kein Problem ethnisch, wenn diese Embryonen eingepflanzt werden und dann die Natur kurz gesagt die Rolle übernimmt
Und dann ist es halt nicht funktioniert, dann ist es in Ordnung für mich, weil es ja auch in der Natur passiert. Aber nicht, dass sie, was weiß ich, kurz gesagt, von dem Biologen aufgegeben werden in der In-vitro-Schale. Aber, nochmal gesagt, Peter, die Natur hat so ein Verfahren gar nicht vorgesehen. Und dieses Verfahren ist schon relativ widernatürlich. Und insofern trägst du schon und tragt dir schon Verantwortung dafür. Das kann man sich nicht so rausreden. Also ich rede mich nicht raus, aber ich meine, letztendlich fährst du da, fahrt ihr da eure Ego-Schiene. Du willst unbedingt auf Biegen und Brechen Vater werden mit 45, hast eine 54-jährige Frau, mutest dieser Frau das auch noch zu, die das eigentlich gar nicht will, und hast auch gar keine Bedenken, dass da so... Moment, das stimmt nicht, sie will es auch. Aber wenn du es nicht vorgeschlagen hättest, dann... Ja, Moment mal, aber sie ist ja auch irgendwo der Herr ihres eigenen Lebens. Also es ist ja nicht so, dass sie gezwungen hätte. Ich habe sie inspiriert und sie hätte auch Nein sagen können. Wenn ich eine 54-jährige Frau wäre, hätte ich aber sowas von Nein gesagt zu dir, weil ich gesagt hätte, das ist einfach nicht natürlich, dass ich mit 54 noch ein Kind kriege. So wäre die Sache gewesen. Ja, gut, das ist deine Einstellung. Ich sehe es nicht so. Also, es ist, man könnte ja genauso gut argumentieren, wir haben heute lebensverlängerte Maßnahmen, das ist ja auch wieder natürlich. Da also, kann man in gewisser Weise sehr gut diskutieren. So gesehen, das ist dann eine ethische Diskussion, aber ich würde jetzt nicht sagen, also ich würde mir jetzt nicht eine Handschuhe anziehen, dass ich unethisch gehandelt hätte, also auf keinen Fall. Naja, es ist letztendlich die Frage auch von, vielleicht kann man es sogar mit einer Abtreibung vergleichen, wo man auch sich ethische Fragen stellt. Das ist jetzt keine Abtreibung, das ist mir schon klar. Aber da stellt man sich ethische Fragen, und in dem Fall, finde ich, muss man sich die schon stellen. Aber nun gut, nun haben wir das besprochen. Geht es jetzt so weit, dass du, um deine Wünsche zu erfüllen, dir eine jüngere Frau suchen möchtest? Also, danke, ich glaube, mein Problem, weswegen ich auch angerufen habe. Du musst nochmal das irgendwie anders halten, das ist mir ja nicht verstehbar. Ach, tut mir leid. Also, das ist der Grund, warum ich dich eigentlich angerufen habe. Ich habe wahnsinnig innere Konflikte, und du hast auch gerade herausgefunden, ich bin sehr, sehr unklar. Es ist schlicht und ergreifend, weil ich nicht, ich biegen und brechen, ich weiß nicht, was ich will, kurz gesagt. Also es ist so, alles zerfließt, und ich habe nichts, woran ich mich festhalten kann momentan. Und der Gedanke schießt mir durch den Kopf, ja, vielleicht soll ich sie loslassen, obwohl das Wahnsinn ist, weil diese Frau wirklich, wir haben unglaublich viel mit gemeinsam. Und, okay, aber der Gedanke ist da. Der Gedanke ist da, ich wäre ein Schweinehund, deswegen. Und der Gedanke liegt jetzt auch gar nicht so fern als außenstehender Beobachter, dass man denkt, naja, er macht das, weil er jetzt eine gebärfähige Frau haben will. Ja, man könnte das so ausdrücken, ja. Aber die Gebärfähigkeit allein ist es wirklich nicht. Also, ich weiß überhaupt gar nicht was. Ich finde, ja. ich habe einen gewissen Anspruch an einen 45-jährigen Mann, dass man da nicht so rumjammert und sagt, ich weiß überhaupt nicht, was ich will, und ich bin so unklar. Ich finde, wenn das eine Frau ist, die du liebst, finde ich das ein Unding, wenn du die Frau deshalb verlässt, weil sie jetzt nicht schwanger geworden ist. Finde ich ein Unding. Hm. Wenn du eben keine Kinder bekommen hast in deinem Leben bis jetzt, dann ist es halt so. Es gibt viele, die haben keine eigenen Kinder bekommen. Aber du hast so eine Ego-Schiene in dir, dass du, glaube ich, da alles Mögliche unternimmst, um das zu verwirklichen. Ich würde nicht so weit gehen. Mir ist auch gerade im Ohr, ich will meine eigenen Kinder haben, ne? Hast du gerade gesagt. Ja. Da lag mir natürlich gerade schon auf der Zunge, dir zu sagen, ja gut, all deine eigenen Kinder sind es nicht, wenn du Kinder haben möchtest. Wenn du so einen Wunsch hast, du weißt, was ich hier sagen würde, mein Gott, dann adoptier doch ein Kind. Nein, aber es muss das eigene sein, ne? Ja. Peter, ich find das alles sehr bedenklich, und mir tut deine Freundin oder deine Frau, deine Partnerin wirklich sehr leid, wenn du sie jetzt wegen dieser Geschichte fallen lässt. Das würde mir schwer zu schaffen machen, wenn ich sie wäre. Ich würde gerne mal, vielleicht, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, eine ganze halbe Stunde,
auch mal die Zuschauer fragen. Das ist ja nun alles hochbrisant, was du da erzählt hast. Und unsere Zuschauer und Zuhörer fragen, was die so denken. Ist das moralisch, wie ist das moralisch zu bewerten, sowas zu machen? Und wie ist es zu bewerten, dann vielleicht einen Partner zu verlassen? Ich habe jetzt meine Meinung schon gesagt. Also, Domian, also das klingt jetzt für mich so, als ob ich ein wirklich skrupelloser Mensch bin. Das ist falsch Gott nicht der Fall. Es ist wirklich so, der Grund, warum ich anrufe, ist, weil ich genau dieses Spannungsfeld in mir habe. Und es ist, du kannst mir es glauben oder nicht, ich habe das Gefühl, ich will meinen Kopf gegen die Wand hauen, dass ich für mich eine klare Linie finde. Ich finde keine. Ich will sie nicht verletzen. Ich bin fast zerbrochen, wie sie vor mir zusammengebrochen ist, als sie die Nachricht bekommen haben, dass sie nicht schwanger war, also die Schwangerschaft. Ich mache jetzt folgende Vorschlag, Peter, weil ich sehe, dass die Zeit rapide uns davonläuft. Ich habe dir meine spontane Einschätzung gesagt. Jetzt bin ich mal gespannt, was unsere Zuschauer und Zuhörer sagen. Vielleicht verfolgst du die Sendung weiter und im Laufe der nächsten halben Stunde bitte ich euch dazu noch anzurufen oder zu mailen und vielleicht kriegen wir den einen oder anderen interessanten Aspekt noch in der Sendung zu hören. Ja, und definitiv würden wir dich sowieso auch nachher noch mal anrufen. Okay. Gut, Peter, dann legst du bitte auf und wir hören voneinander gleich. Dankeschön. Okay, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, zwischendurch das Thema für morgen, morgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt unser Thema, darüber rede ich zum ersten Mal. Ich möchte gerne mit euch über etwas reden, was ihr bisher wirklich in eurem Leben noch nie jemandem erzählt habt. Also, vielleicht wart ihr mal verwickelt in ein Verbrechen als Täter, als Opfer und habt darüber noch nie gesprochen. Vielleicht tragt ihr eine besonders große Schuld und schämt euch davor und schweigt deshalb. Vielleicht habt ihr einen geheimen Fetisch. Vielleicht gibt es eine große Lebenslüge, die euch seit Jahren oder Jahrzehnten schon begleitet und niemand weiß davon. Vielleicht habt ihr auch irgendwann mal sehr viel Geld gewonnen oder geerbt oder wie auch immer und habt auch dieses verschwiegen oder irgendwie einen anderen großen Besitz, was auch immer. Darüber rede ich zum ersten Mal, das ist unser Thema morgen und wenn ihr gerne mit mir dann vielleicht zum ersten Mal über die Sache reden wollt, dann mailt uns bitte unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an oder gerne auch während der Sendung. So, nun geht's weiter mit der freien Themennacht und mit Günther und Günther ist 64. Guten Morgen, Günther. Guten Morgen, Jürgen. Günther, was ist dein Thema? Ja, eigentlich ist das ja schon in den vorangegangenen Sendungen häufig thematisiert worden. Also ich habe eine Fernbeziehung über 9000 Kilometer nach Thailand. Das ist ja so wie, fast so wie gestern. Ja, richtig. Und Nach Thailand? Nach Thailand in diesem Fall, ja. Da kommen natürlich gleich seltsame Gefühle auf. Ja, das ist bei mir so, dass das im Grunde ist das also eigentlich wirklich eine ganz virtuelle Geschichte. Wir haben uns noch nie persönlich gesehen, wir sind uns noch nie persönlich begegnet, diese Frau und ich. Ach, wie alt ist die Frau? Die ist 47. Ja. Wie? 47 und hat eine 6-jährige Tochter. Und wie seid ihr zueinander gekommen? Wo habt ihr euch kennengelernt? Ja, über Facebook. Ja. Über Facebook? Über Facebook, einfach so. Ja, das wir haben da unsere Seiten dann gegenseitig wahrgenommen und fanden wohl so ein paar Sachen auf den Seiten schön und ich war von einem Foto von ihr und ihrer Tochter sehr, sehr angetan. Und dann haben wir das kommentiert und sind uns dann irgendwie so näher gekommen, fast wie im normalen Gespräch über den Chat eben. Und Skypt ihr auch? Bitte? Skypt ihr auch? Nein. Also nur Chat bisher? Nur Chat und ja, wir haben uns zwischendurch mal angerufen. Ja, also, und wie lange läuft das jetzt schon? Seit ungefähr der 2. Januarwoche dieses Jahr. Ach so, ganz frisch noch. Ganz frisch, ja. Ja, und im Laufe dieses Chat-Ablaufes ist sie also sehr gefühlvoll geworden und hat mir dann plötzlich also ihre Liebe eingestanden und ich war sehr angerührt davon. Ich habe das lange nicht mehr erlebt und war so begeistert, bin drauf eingestiegen. Und das Problem ist irgendwie jetzt, dass... Du bist drauf eingestiegen, was heißt das? Ja, das heißt, ich hab also meine Gefühle also dann auch plötzlich für sie entdeckt, weil ich das also so liebreizend fand. Du bist aber solo hier in Deutschland. Ich bin solo, seit 6 Jahren schon. Und sie hat...
verschiedentlich also versucht jetzt also mich so ein bisschen ja, also auszuforschen, in welchen Verhältnissen ich lebe und so. Und ich kenne das an und für sich, ich sage das mal etwas plump, von Thai-Frauen schon, weil Thai-Frauen sind sehr darauf bedacht, dass die Männer, die sie sich erkoren haben, irgendwie, also die, dass sie sie auch versorgen können, sozusagen. Das dafür ist, sollten die Männer aber auch ein bisschen Kohle haben. So ist es, ja. Ja, so. Das ist dann der Deal. Die junge Frau bietet sich quasi an. Ja, da ja. hat der alte Kerl dann eine junge Frau. In deinem Fall ist der Unterschied ja nun nicht so groß vom Alter. Nee, sie hat auch einen anderen Intellekt. Also sie ist Lehrerin und für mich ist das sehr ansprechend auch. Ich suche auch gerne aber ich bin sehr angetan von einer Partnerin, die mir intellektuell also auch was zu bieten hat, aber das hat sich irgendwie gar nicht so dargestellt im weiteren Verlauf. Ja, aber du bist wohlhabender, natürlich wohlhabender als sie. Nein, eigentlich nicht. Also ich schon, aber nach unseren Verhältnissen schon. Und wenn ich in Thailand leben würde, würde ich da auch ein sehr wohlhabender Mensch sein, sagen wir mal so. Ja, okay, so meine ich es ja. Ja, das ist so. Und daraufhin hat sie also schon nach wenigen Tagen dann mich so ganz süßlich, liebevoll gefragt am Telefon, ja, und mein Laptop ist gerade kaputt gegangen und kann ich ihr nicht ein neues kaufen? So ganz direkt. Achso, ob du ihr einen neuen Laptop kaufst? Ja, genau. Und da habe ich gesagt, dass... aber da kann man ja schon riechen, wo der Hase langläuft. Das ist es eigentlich, ne? Und da sagst du, du führst eine Fernbeziehung? Naja, ich will es so sagen. Wir begegnen uns täglich im Chat und sie überhäuft mich mit Liebesbekundungen und das klingt teilweise so echt und so ehrlich und sie schickt mir 1000 Fotos rüber von ihr und ihrer. Günther, wie alt bist du? 64, ne? Ja, ja. Mann! Ich denke, ich höre nicht richtig, was du mir da erzählst. Ja, möglicherweise. Ich glaube, eine gewisse Lebenserfahrung müsstest du doch haben, dass du erstmal denkst, naja, also früher sagte man, Papier ist geduldig. Ich weiß nicht, wie man das im elektronischen Medium sagt. Ja, die Membran ist geduldig oder was auch immer. Mann, also ich wäre erstmal jetzt extrem gebremst oder ich wäre gar nicht bereit, das Wort Beziehung dafür zu benutzen. Das läuft, ihr chattet seit Januar. Das ist noch gar nichts, finde ich. Nein, natürlich nicht. Du kennst diese Frau null. Du hast ein bisschen mit der geschattet und die pinselt dir Honig um die Nase. Ja. Da springst du drauf an, weil du wahrscheinlich Sehnsucht hast nach der Beziehung, nach einer Liebe. Und das hört man dann gerne. Natürlich. Aber da musst du jetzt dich zur Vernunft disziplinieren und dir klar werden, das hat erstmal gar nichts zu bedeuten, was die da schreibt. Also ich bin irgendwie sehr, sehr erstaunt, aber auch sehr, sehr erfreut, dass du so reagierst, weil du doch sehr, sehr sachlich auf diese überschwänglichen Bekundungen meiner Art also einsteigst, weil ich habe das schon von anderen Freunden auch erlebt, dieses mich zurückholen wollen auf die rationale Ebene. Und mir selbst fällt das sehr schwer, weil ich seit Jahren auch so persönlich auch mit anderen Thai-Leuten zu tun habe und kenne die Kultur und mag die Leute sehr und all sowas. Und habe sowas in dieser Form schon lange nicht erlebt und habe gedacht, Mensch, das könnte mal was Tolles sein. Ja, und so. Aber ist es natürlich alles sehr fiktiv. Völlig fiktiv. Und spätestens nachdem sie schon nach dem Laptop gefragt hat, wäre bei mir schon die Luft raus gewesen. Ja, das ist ja nicht das einzige Mal. Sie hat vor ein paar Tagen mich ganz direkt nach Geld gefragt. Ne? Echt? Wie viel? Ob ich ihr nicht mal 200 Euro rüberschicken könnte, denn sie würde gern mit ihrer Tochter mal an den Strand fahren. Das sei jetzt nur 30 Kilometer von zu Hause entfernt, aber man müsste doch Benzin bezahlen und all so ein Quatsch, nicht? Günther, lass es sein. Ist albern, nicht? Ja, ich finde ja. Ich finde ja und ich finde, lass es sein. Je eher du das unterbrichst und desto besser ist es auch für dich. Verwickel dich da nicht in so eine seltsame Geschichte. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Ja,
Das haben mir gute Freunde auch schon gesagt. Meinst du, also ich bin so ein bisschen durcheinander, auch ob ich nun jetzt so ganz plump aussteigen soll, sozusagen den Lichtschalter ausdrehen soll, oder ob ich mich freundlich irgendwie erklärend verabschieden soll, das Ganze ausschleichen soll, ja, oder was ich so machen soll. Ja, man kann es ja freundlich, aber entschieden formulieren, dass du dich jetzt doch umorientieren möchtest und lieber einen Kontakt in Deutschland suchst und irgendwie, und dann ist es gut. Man muss ja nicht unhöflich da rausgehen. Aber ich würde rausgehen, Günther. Sie hat alle Register gezogen, nicht? Sie hat mich fast förmlich überrumpelt mit der Vorstellung, auch wir könnten uns ja jetzt bald verloben und ach so, und, so weit ging es schon. Ja, und im Herbst würde sie mich dann gerne heiraten natürlich wollen. Und im Chat redet sie mich schon mit meinem Mann an, ne, und all solche Sachen. Ne? Günther, bitte, bitte raus. morgen schon irgendwas ordentliches, freundliches schreiben und dann finito mit der ganzen Sache. Okay. Ich glaube, es tut dir und deinem Herzen auch besser, wenn du dich da nicht weiter verstrickst. Es gibt nur Komplikationen und Traurigkeiten hinterher. Ist doch besser so, ne? Ja, glaube ich. Wie du sagst, ne? Ja. Viel Glück und alles Gute wünsche ich dir. Ja, vielen Dank, Jürgen. Sehr gerne. Tschüss, Günther. Tschüss. Schönen Abend. Dankeschön. Tschüss. Hier ist die Nicole. Die Nicole ist 47. Guten Morgen, Nicole. Hallo, Nicole. Hallo, Domian. Bitte den Fernseher, den Ton vom Radio, wie auch immer, ganz abdrehen. Ich glaube, das werden wir in 100 Jahren noch sagen müssen. Ist ein bisschen schwierig, ne, mit dem Ton abdrehen. Ich weiß nicht. Man muss lange eine Fernbedienung suchen. Wo ist denn nochmal, verdammt nochmal, der Ton bei den vielen Knöpfchen? So, Nicole. Ja, bitte. So, da bist du. Der Ton ist weg. Nee, der Ton ist immer noch nicht weg. Bitte stell doch den Ton ab von deinem Fernseher oder Radio. Okay. Oder mach's ganz aus. Okay. Ja. So, jetzt haben wir schon mal eine Minute vertrödelt. Um was geht's denn, Nicole? Ich habe meine beste Freundin verloren. Wann denn? Letzte Woche Freitag. Bitte? Letzte Woche Freitag. Was ist denn genau passiert, Nicole? Sie war sehr depressiv. Ja. Und ich habe es nicht so ernst genommen, aber es war wohl doch so. Sie hat sich vor uns hochgeschmissen. Ach du. Ja. Das war deine beste Freundin? Ja, meine allerbeste. Hat sie dir einen Brief hinterlassen, eine Nachricht? Ja, den kenne ich aber noch nicht. Ich weiß noch nicht, was drin steht. Die Polizei hat das noch? Ja, genau, die Kripo. Wann und wie hast du von der schlimmen Nachricht erfahren? Letzte Woche. Ja, kam also die Polizei zu dir? Überführt. Sie lebt in Hannover, war in Hamburg, in der Reha. Da sollte ihr eigentlich geholfen werden. Aber sie war 5 Wochen da und man konnte ihr anscheinend nicht helfen. Ich habe immer auf ihren Papa aufgepasst, weil die Mutter immer dahin gefahren ist, nach Hamburg, immer am Wochenende, um mit ihr da halt zu funktionieren. Wenn dann keine Anwendungen waren. Hat deine Freundin alleine gelebt? Ja, mit einem Kind. Die hat ein Kind. Hat ein Kind? Wie alt ist das Kind? 7 Jahre. Ach du lieber Gott. Ich verstehe Sie sehr schlecht. Geht das lauter, bitte? Wenn ich was sage, müsstest du mich eigentlich verstehen, oder? Ja, so ein bisschen, ja. Ja. Das Kind ist 6 Jahre alt. Ja. Was passiert jetzt mit dem Kind? Das bleibt beim Vater. Erstmal. Hat dann deine Freundin dir konkrete Andeutungen gemacht, dass sie sich das Leben nehmen will? Nein, mir nicht, aber ihrer Mutter. Sie hat immer gesagt, Mama, lass mich los, Mama, lass mich los. Ich will gehen. Aber mich wundert, dass sie das dann dir nicht gesagt hat, als beste Freundin. Ja, das stimmt. Wie lange wart ihr denn befreundet? Oh, seit 20 Jahren. Ach, so lange.
Ja. Und du würdest wirklich sagen, dass ihr beste Freundinnen wart? Ja, alle. Absolut, ja. Wie oft hattet ihr denn so Kontakt in der Woche? Immer. Wie gesagt, ich wohne hier in einem kleinen Ort in Förde, in Wesel. Hm. Und sie kam, sie war Lehrerin in Lemgo. Hm. Und sie kam immer Ostern, wenn Ferien halt waren. Habt ihr denn auch telefoniert zwischendurch? Ja, immer. Was heißt immer? Jede Woche? Oder? Ja, jede Woche. Mhm. Ja. Machst du dir, auch wenn sie keine konkreten Andeutungen gemacht hat, machst du dir Vorwürfe? Ja, mache ich. Ja, natürlich. Weil du wusstest, dass es ihr seelisch sehr schlecht geht. Ja, natürlich. Aber sie war ja in Behandlung. Ja, natürlich, schon so lange. Mhm. Ich bin selber an Brustkrebs erkrankt. Und dann war sie auch hier. Sie kam sofort aus Hannover, als sie das erfahren hat. Sie kam sofort und war bei mir und alles. Und ich weiß nicht, warum sie das gemacht hat. Ich habe sie nicht ernst genommen. Sie hat eine künstliche Befruchtung gemacht, um unbedingt ein Kind zu kriegen und den Junge zu bekommen. Und jetzt lässt sie den Jungen alleine? Ja, no. Aber sie konnte wohl nicht mehr, oder? Ich vermute das, dass das Leid so groß war, dass sie selbst ihr Kind vergessen hat. Hast du denn mit der Mutter auch schon jetzt gesprochen? Ja, natürlich. Was sagt die Mutter? Weiß ich nicht, wir sind alle fertig. Wir bringen sie jetzt Freitag unter der Erde, übermorgen. Mhm. Nee, übermorgen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vater ist auch nicht gut drauf. Immer wenn die Mutter bei ihr in Hamburg war in der Reha, dann habe ich mich um den Vater gekümmert. Mhm. Nochmal zu der Reha. Sie war in der Reha wegen der psychischen Probleme. Ja. Mhm. Wie lange hat sie denn schon an Depressionen gelitten in ihrem Leben? Seit Oktober letztes Jahr. Ach, länger noch nicht? Nee. Das heißt, vorher war sie relativ normal und gesund? Ja. Hast du eine Idee, ob es da einen Auslöser gab voriges Jahr? Nee, nicht wirklich. Weil sowas kommt ja in der Regel auch nicht von heute auf morgen. Nein. Ich weiß nur, dass der Arzt gesagt hat, es ist ein sehr schwieriger Fall. Mhm. Mhm. Die Andi halt. Ich weiß nicht. Und sie hat ja vermutlich auch Medikamente genommen? Ja, natürlich. Mhm. Sie sollte ja wieder beikommen. Sie sollte Antidepressiva nehmen und sie sollte wieder beikommen. Sie sollte oder sie hat schon welche genommen, weißt du? Sie hat genommen, natürlich. Jetzt bist du natürlich wahnsinnig gespannt, was in diesem Brief steht. Bitte? Ich sag, du bist wahrscheinlich wahnsinnig gespannt, was in dem Abschiedsbrief steht. Ja, das stimmt. Hat sie denn auch anderen Leuten noch etwas hinterlassen, weißt du das? Nein, bis jetzt noch nicht. Sie wird jetzt erst morgen überführt und dann wird sie Freitag hier beerdigt. Also ob die Mutter einen Brief bekommen hat? Nein, das ist alles bei der Kripo, das weiß ich nicht. Weißt du nicht? Das werde ich alles noch erfahren. Mhm. Ich stelle mir die Situation so schlimm für dich vor, weil du erstmal so geschockt bist davon, weil du damit überhaupt nicht gerechnet hast. Nein. Und du stehst jetzt vor vollendeten Tatsachen. Nein, wegen dem Jungen auch. Wegen des Jungens, genau, das. Ja. Und dann natürlich als beste Freundin stellt man sich die Frage, hätte ich vielleicht doch irgendwas noch machen können? Ja, aber ich habe alles versucht, sie wollte mich aber nicht sehen. Ich wollte auch hin. Aber sie wollte mich nicht sehen. Wahrscheinlich hat sie sich geschämt. Mhm. Weil sie hat auch so fürchterliche Zitterattacken gehabt, wissen Sie? Mhm. Mit den Händen und
Sie wollte mich einfach nicht sehen. Was hast du ihr denn noch angeboten, außer dass du sie besuchen wolltest? Ich habe gesagt, ich komme zu dir ins Haus. Mhm. Sie wohnt ja in Hannover, Basinghausen. Und wir machen da alles. Wir machen den Garten und was wir früher immer so gemacht haben, mhm, halt, ne? Mhm. So schöne Sachen, Garten schneiden, die. Ach, scheiße, alles. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, Nicole, wenn jemand so etwas... Ich kann nur sagen, wie verzweifelt muss ein Mensch sein, ja, der sich vor uns hochschmeißt, ja, der ein kleines Kind, mhm, hat. Deswegen glaube ich, dass du hast recht, die Verzweiflung muss so tief sein, dass, ja, wir uns das gar nicht vorstellen können. Ja. Und da die Verzweiflung so groß gewesen sein muss, bin ich sicher, ohne jetzt auch die Details zu kennen, dass du ihr nicht hättest helfen können. Nein, niemals. Ich wäre nicht mehr an sie rangekommen. Mhm. Niemals. Mhm. Niemals. Insofern, auch wenn es vielleicht im ersten Moment jetzt gar nicht so hilft. Nein, ich weiß, was Sie sagen wollen. Die ist erlöst. Nein, ich will sagen, dass die Schuld, eine Schuldfrage stellt sich für dich eigentlich nicht. Weil die Verzweiflung zu groß gewesen ist. Ja, ich weiß. Ja. Ich weiß. Liebe Nicole, ja. Ich glaube, ich sage das nochmal, ich glaube, ich bin davon fest überzeugt, dass dich keine Schuld trifft. Dennoch verstehe ich sehr, sehr gut, dass du so traurig und so extrem niedergeschlagen bist. Das wäre jeder, das wäre ich auch. Ja. Jetzt geht es erstmal darum, dass ihr eine würdige Beerdigung haben werdet, genau, am Freitag. Dann ist es interessant, was sie dir geschrieben hat, wenn du denn, ja, dann den Brief bekommst. Ich hoffe, dass er an sie mich gedacht hat, dass ich erwähnt werde. Ach so, bin ich ganz ehrlich. Ach so, du bist dir nicht ganz sicher, ob der Brief überhaupt an dich gerichtet ist. Nein, der ist an die Eltern. Ach so, das haben wir missverstanden gerade. Ah, ja. Ich hoffe nur, dass ich erwähnt werde. Das wäre für mich... Das hört sich doof an, ne? Oder? Das wäre schon eine Entlastung für dich. Ja. Ja, das kann ich aber verstehen. Nee, das hört sich nicht doof an. Das hört sich überhaupt nicht doof an, dass eine 20-jährige Freundschaft eine Erwähnung findet. Das finde ich schon völlig in Ordnung, dass du das so sagst. Liebe Nicole, ich möchte gerne das Gespräch jetzt hier beenden und dir aber dich gleich nochmal anrufen lassen von meinem Psychologen. Ja. Dann wirst du, bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal. Ich danke dir, Domian. Sehr ganz, gerne. Ganz lieb. Viel Kraft und alles Gute wünsche ich dir. Ich danke, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Und hier ist die Biggie. Biggie ist 40. Guten Morgen, Biggie. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Biggie. Das ist ja der Hammer, dass ich durchkomme. Wie immer der Standardspruch. Ja. Ich habe mich eben sehr geärgert über den 45-jährigen Mann, der aus, da... Aus London. Ja, genau, mit der 54-jährigen Frau. Peter, Ich kann das verstehen, dass man einen Kinderwunsch hat und dass man viel dafür tut. Mhm. Aber ich finde, die beiden überschreiten eine Grenze. Man kann das gerne machen und tun, nur man muss auch ein bisschen in die Zukunft gucken und überlegen, was in 10 oder in 20 Jahren ist. Mhm. Wie alt man ist und was mit den Kindern danach passiert. Mhm. Ja? Und wenn dieser Herr jetzt so schon denkt und am Zweifeln ist, ja, meine Stimme zittert, weil ich kann das nicht nachvollziehen. Ja. Denn damit spielt man nicht. Und weil er irgendwo verpasst hat, auf den Zug aufzuspringen, dann kann er das jetzt nicht mit Biegen und Brechen versuchen. Ich finde das unmöglich. Mhm. Unmöglich. Wir haben ja auch gerade über die ethische Frage gesprochen. Ja. Da sind ja nun Embryonen gestorben. Ja. So ist es ja nun mal. Wie siehst du die ethische Frage? Furchtbar. Mhm. Furchtbar. Ist für mich ein No-Go. Es ist für mich, man spielt mit sowas nicht. Ich verstehe die Versuche. Ich verstehe auch viele Frauen und Männer in meinem Alter, wie gesagt, ich bin 40, dass man es irgendwo versucht, aber nicht um jeden Preis. Mhm. Und mit 54, da hört für mich der Spaß auf. Ja? Ich kann auch ehrlich gesagt nicht verstehen, dass die Freundin von dem Peter sich darauf eingelassen hat. Ich verstehe die Frau überhaupt nicht. Ja. Wie blind ist die denn vor Liebe oder was für einen Knall hat die denn? Ja, die mag vielleicht äußerlich Mitte 35, Anfang 40 aussehen, aber der Körper spricht was anderes. Und
man muss ja auch überlegen, ein Kind hat Ansprüche, Anforderungen und du musst dem Kind ja auch irgendwo was bieten. Mhm. Ne? Ich meine, mit der Oma in den Kindergarten zu gehen, ist das eine. Aber wenn es die Eltern sind, ist das andere. Ich finde es furchtbar. Mhm. Ich finde es ganz, ganz schlimm. Mhm. Letztendlich steht dahinter, was du sagst, dass man dann auch gewisse Gegebenheiten einfach akzeptieren muss. Genau, so ist es. Ne? Wenn man nun mal keine Kinder bekommen hat, in dem Alter hat man keine Kinder bekommen. Dann muss man so das Beste daraus machen. Ja, dann ist man die beste Tante, die beste Großtante oder was auch immer. Aber das geht nicht. Mhm. Das macht man einfach nicht. Gut, ja? Klare Meinungsäußerung von Biggie zu Peter, der gerade angerufen hat. Ja. Ich danke dir sehr herzlich, Biggie. Vielen Dank. Alles Gute. Tschüss. Ja, ciao. Ja, tschüss. So, und wir machen weiter mit... Ich sage euch zwischendurch vielleicht nochmal unser Thema morgen. Das Thema heißt ja, darüber rede ich zum ersten Mal. Und ich möchte in der Tat gerne mit euch über Dinge reden, über die ihr noch nie in eurem Leben gesprochen habt. Vielleicht etwas ganz Gewichtiges, ein Geheimnis, eine Schuld, vielleicht eine besondere Scham, die ihr habt. Vielleicht auch ein Vermögen, das ihr bisher verheimlicht habt oder einen sexuellen Fetisch. Also wenn ihr gerne mit mir über so ein Thema sprechen wollt, morgen, über das ihr noch nie gesprochen habt, dann könnt ihr das gerne tun. Anmelden könnt ihr euch wie immer unter domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen und während der Sendung. Hier ist Fabian. Fabian ist 19. Guten Morgen, Fabian. Hi, servus, Domian, hi. Hallo, Fabian. Was ist dein Thema? Ja, ein bisschen schwierig, glaube ich, zu sagen. Es geht irgendwie so bei mir ein bisschen so drunter und drüber. So, was jetzt eigentlich so am meisten auslöser war halt, dass jetzt meine Uroma halt gestorben ist. Mhm. Und ja. Wann ist die gestorben? Das habe ich vorhin bei deinen Kollegen falsch verstanden. Die ist nämlich vorletzten Sonntag schon gestorben. Vorletzten Sonntag? Genau. Mhm. Und ja, was mich halt irgendwie voll fertig macht bis heute noch, ich kann noch seitdem ja, was wahrscheinlich der Grund, warum ich immer noch wach bin, eigentlich überhaupt nicht schlafen. Weil das war halt irgendwie... Es klingt jetzt wahrscheinlich hart und herzlos, aber es war so ein krasser Anblick einfach, sie so halt da tot zu sehen. Du hast sie gesehen als verstorbene Frau. Genau. Du warst aber nicht dabei, als sie gestorben ist. Nee, ich glaube nicht. Also es war halt voll die merkwürdige Story. Also wir wurden halt am Sonntag dann noch angerufen, dass wir doch noch schnell ins Krankenhaus fahren sollten, weil sie lag halt da schon davor. Mhm. Und es wurde dann am Freitag noch gesagt, dass... die ja nur noch 2-3 Wochen zu leben hat. Also wir haben uns schon irgendwo so ein bisschen mental schon darauf vorbereitet, aber dass es dann doch so schnell dann ging, war dann doch noch mal ein bisschen. Und ja, dann waren wir halt im Krankenhaus, dann mussten wir uns so Schutzanzüge anziehen. Warum? Das weiß ich bis heute leider nicht. Mhm. Irgendwie, das war auch alles irgendwie volles komische Krankenhaus. Das war also wieder nächstes Thema. Ich weiß bis heute nicht, warum wir so Anzüge anziehen mussten mit Naja, ist ja egal mit den Anzügen. Jedenfalls, ihr seid dann mit den Anzügen da reingegangen. Und dann war sie, glaube ich, anscheinend schon tot. Mhm. Also, wie alt war, ist deine Urgroßmutter geworden? Doch schon 94. 94. Wie war dein Verhältnis zu deiner Urgroßmutter? Eigentlich gut. Eigentlich immer gut. Also wir haben zum Beispiel nie gestritten oder so und wir waren oft zu Besuch am Wochenende bei ihr und halt in letzter Zeit leider weniger, weil es ja doch auch ein bisschen schlechter ging, aber eigentlich gut. Du hast gerade gesagt, es war ein krasser Anblick. Wie sah sie denn aus als Leiche? Sie hat die Augen zugehabt, der Mund war aber ganz weit auf und das war irgendwie, wie als ob sie schreien würde. Keine Ahnung, so ähnlich. Und das war halt irgendwie, eigentlich war sie doch schon, sie war ein bisschen verwirrt zwar, aber sie war immer glücklich. Und dann diesen Anblick zu sehen, ja, das war irgendwie dann doch heftig. Ja, aber das ist manchmal so, Fabian, dass tote Menschen auch genau so aussehen. Leider, ja. Und das ist so. Und das gehört auch zum Leben, dass der Tod sich unter Umständen so zeigt. Es liegt nicht immer jeder friedlich da mit entspanntem, schönen Gesicht. Man weiß ja nicht, wie ihre letzte Stunde, ihre letzten Minuten waren. Hatte sie denn eine schwere Erkrankung? Nee, es war halt so, dass sie eigentlich immer gesund war. Also, was heißt eigentlich gesund? Sie hatte doch Alzheimer am Schluss. Das war halt dann auch schwierig, leider. Mhm. Und das Problem war halt, darum war sie halt auch in der Klinik, weil sie hat sich halt
zweimal hintereinander das Becken gebrochen. Ja, das ist natürlich sehr schlimm in dem Alter. Fabian, meine, die Sendung ist gleich rum, du hörst die Musik im Hintergrund. Wir rufen dich gleich nochmal an. Leg mal bitte auf. Okay, mach ich. Tschüss, ciao. In der Technik heute Nacht Andreas Fulford und ihr könnt jetzt ab 2 Uhr auf unseren Anrufbeantworter sprechen. 0800 220 50 50. Wie findet ihr uns hier? Wie findet ihr die Sendung? Morgen 1 Uhr Radio Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, tschüss.